Also wie ich vor 5 Jahren hier in den Garten eingezogen bin oder in dem Haus eingezogen bin, mit diesem Garten habe ich diesen Garten neu gestaltet und aufgebaut und dabei festgestellt, ich habe Igel. Es waren erst mal 1 oder 2 Igel. Irgendwann habe ich festgestellt, es sind 4 Igel oder 5 Igel. Und auf die Art und Weise habe ich dann alles umgestaltet, igelfreundlicher gestaltet, damit sie sich wohlfühlen. Ich habe mit meinem ganzen Baumschnitt eine Igelburg gebaut, die ist über die Jahre, in den letzten 5 Jahren, immer wieder sukzessive erweitert worden. Mittlerweile hat die ein Maß von ungefähr 3x8 Meter, also L-förmig angelegt. Aktuell wohnen dort mindestens 4 Mädels mit ihrem Nachwuchs, sofern der Nachwuchs noch nicht aus dem Nest raus ist. Es ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass ich für die Igel mich speziell kümmere, weil sie vom Aussterben bedroht sind und ohne menschliche Hilfe eigentlich kaum noch eine Chance haben. Vor allen Dingen durch diese Fütterung der Igel möchte ich auf alle Fälle verhindern, dass ich womöglich Ratten anziehe. Und damit ich das mit Gewissheit sagen kann, dass ich keine Ratten anziehe, habe ich mir Trailcams besorgt. Und ja, man hat noch ein Igelhaus. Ich öffne das jetzt mal nur, weil ich weiß, dass keiner drin ist. Ohne Wasser kein Leben. Und so ein kleiner Miniteich wie der hier, der ist schnell angelegt, der tut keinem weh, der nimmt nicht viel Platz weg, ist auch auf dem kleinsten Grundstück dafür Platz. Und ist aber ganz, 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 ganz wichtig für alle Tiere, dass sie dort Wasser finden können. Das ist jetzt eigentlich ein Igelhaus, so wie man es unter anderem vom NABU vorgeschlagen bekommt, dass man sie als Futterhaus hernimmt. Es hat 2 Labyrintheingänge und eine sogenannte Rattenklappe. Man verspricht sich davon, dass die Ratten nicht reingehen, um das Futter zu klauen. Und der Igel macht diese Klappe auch auf und zu, der geht da einfach durch. Meine und nicht nur meine Meinung dazu ist, diese Rattenklappen, ob die wirklich ihre Wirksamkeit haben, also Ratten sind sehr intelligent, wahrscheinlich laufen die da auch durch, könnte ich mir vorstellen. Es birgt aber für den Igel die Gefahr, dass wenn der da irgendwas mit reinschleift, Nistmaterial oder dergleichen, dass der diese Klappe blockiert und dass diese Klappe dann hängen bleibt und eventuell dieser Igel darin gefangen ist. Beim Futterhaus, das nimmt man natürlich jeden Tag her oder macht es jeden Tag sauber, aber wenn der Igel einzieht für einen Winterschlaf oder überhaupt, weil er sein Nest reinbaut, spätestens da kontrolliert man dieses Haus nicht mehr, soll man nicht machen, um den Igel nicht zu stören, aber der kann da drin theoretisch gefangen sein und nicht mehr rauskommen. Und wenn man Futter zur Verfügung stellt, dann bitte das richtige Futter. Richtiges Futter ist zum Beispiel Katzenfutter. Und da haben wir was ganz was Putziges. Das sind 2 Geschwisterigel, die ich innerhalb von 12 Stunden Abstand bei mir im Garten vorgefunden habe. Die sind direkt bei mir vor der Wintergartentür gesessen, auf der Suche nach Nahrung, die aber tagsüber natürlich nicht da ist. Die Lilly und auch der Lukas, die habe ich jetzt seit 8 Tagen. Und wie gesagt, bis ich sie rausschmeiße, denke ich mal, werden es insgesamt 14 Tage bei mir bleiben. So im Regelfall, wenn irgendwie ein erwachsener Igel oder eben ein Jungigel auch, also der noch nicht mehr ganz klein ist, zu einem kommt, also muss man davon ausgehen, je nachdem, was der Igel hat, was ihm fehlt, roundabout 1 Woche. Länger dauert, wenn der Igel einen Hautpilz hat. Das ist eine Katastrophe. Die müssen gebadet werden, also mindestens 5-mal im Abstand von 3 Tagen. Das allein bringt schon mit sich, dass der Igel mindestens 2 Wochen im Haus ist. Und dann muss der auch noch seine Stacheln wieder kriegen, weil die Stacheln vereitern und fallen aus. Das wird ein Nacktigel oder ansatzweise partiell nackt. Und damit ist der Igel wehrlos und kann sich nicht verteidigen. Und das kann dann mal sein, dass der länger da bleiben muss. Bei der Ramona ist es so, dass die
weiß ich mittlerweile über die Kotproben, die wir schon gemacht haben, dass die einen schweren Befall mit Lungenwürmern und auch Darmsaugwürmern hat. Sie ist also von diversen Parasiten, also in dem Fall Endoparasiten, geplagt. Ektoparasiten wie Zecken, Milben gehören eigentlich zum Igel dazu. Ein Igel ohne Flöhe gibt es nicht. Also Milben sind blöd, die Milben muss man behandeln, die müssen weg. Die Flöhe, es gibt keinen Igel ohne Floh. Der Igel ist ein sagenhaftes Tier, die Dinger kommen mit 25 Gramm circa auf die Welt. Jetzt sind die gute 4 Wochen mittlerweile alt und haben beide über 150, eher 180 Gramm. Also der Lukas, der kratzt eigentlich schon an der 200 Gramm Marke. Die Lilly braucht noch ein bisschen, die ist einfach das kleine Mausal. Und also der Igel nimmt wirklich abartig zu. Die Kleinen schaffen es manchmal auf 20, 30 Gramm pro Tag zuzunehmen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Igel jeden Tag wiegt. Und da gibt es natürlich immer kleine Schwankungen, Toleranzen. Das ist abhängig davon, ob der Igel gerade voll ist oder leer. Sprich, hat er gerade bieselt, hat er gerade gekackt, ja oder nein. Man musste ihn, wenn er krank ist, wenn er verletzt ist, wenn es ein Jungigel ist, der zu leicht ist für den Winterschlaf und aber die Temperaturen schon nicht mehr passen und der draußen nicht mehr genügend Futter finden kann, um das nötige, die nötigen Fettreserven auf sich anzufressen, ist es in diesen Ausnahmefällen gestattet und auch wichtig, dass man sie reinholt, dass man sie pflegt, dass man sie behandelt, aber keinen Tag länger als absolut nötig. Sie müssen umgehend zurück und dann auch nicht irgendwo aussetzen, sondern den Igel immer genau am Fundort, dort wieder hinsetzen. Selbst wenn der eine Woche im Haus war, der weiß haargenau, wo er hin muss, der findet sein Revier wieder, der findet sich sofort zurecht. Das gilt auch für die Jungigel.